Unterhaltungspausen und kurze Treffen mit Ihren Freunden laden Sie hoffentlich eine unserer beiden Lounge-Bereiche ein. Diese gibt es im ersten und zweiten Obergeschoss. Hier können Sie sich unterhalten, miteinander austauschen und wir möchten Sie in diesem Zusammenhang nochmal darum bitten, in den Buchflächen und Bestandsbereichen und vor allen Dingen in den Einzelarbeitsplätzen nicht zu reden. Wir haben zwei Sorten von Gruppenarbeitsräumen, in denen Sie arbeiten können. Hier sehen Sie die Form, in der Sie die Tische flexibel bewegen können und daher in größeren oder kleineren Gruppen miteinander arbeiten können. Auch unser zweites Gruppenarbeitsraummodell mit Tischen in Amöbenform lädt zum Arbeiten in kleinen oder großen Gruppen ein. Auch die Lerncubes, die sich im Lounge-Bereich des ersten Obergeschosses befinden, laden Sie zum Arbeiten in kleineren Gruppen ein. Die Multimediathek ist den Studierenden der Universität Kassel vorbehalten. Es sind 42 Plätze hier, an denen Sie Text- und Grafikprogramme vorfinden werden und auch scannen können und sich eben hier für längere Arbeiten aufhalten können. Die Kopier- und Scanpools befinden sich rechts und links neben der Multimediathek. Wir haben komplett auf bargeldloses Kopieren umgestellt. Das heißt, Sie laden ein Guthaben auf Ihre Karte auf, geben die Karte hier ein, können dann kopieren oder scannen. Die Semesterapparate haben wir jetzt nun nicht mehr nach Fächern aufgeteilt aufgestellt, sondern alle Semesterapparate stehen gemeinsam im ersten Obergeschoss. Die Aufstellung der Semesterapparate erfolgt alphabetisch nach den Namen der Dozenten, innerhalb alphabetisch nach den Namen der Vorlesungen. Semesterapparatsliteratur ist nicht ausleihbar. Sie können sich aber die Bücher aus dem Regal nehmen und in den anliegenden Gruppenarbeitsräumen damit arbeiten. Der Kopierpool ist auch in unmittelbarer Umgebung. Für Studierende mit Kind haben wir einen Eltern-Kind-Raum eingerichtet. Wenn Sie hier lernen möchten, dann können Sie mit Ihrem Kind hierher kommen und das kann in der Zeit hier spielen. Den Schlüssel für diesen Eltern-Kind-Raum holen Sie bitte beim Wachdienst in der Eingangshalle. Die clevere Alternative zum Carrel ist die Anmietung eines Bücherwagens. Auch diesen mieten Sie bei der Carrel-Verwaltung an. Auch hier bitte folgen Sie den Hinweisen auf unserer Webseite. Der Vorteil eines solchen Bücherwagens, den Sie abschließen und auch mit Ihrer Campuscard wieder öffnen können, ist, dass Sie jeden Tag frei flexibel sich im Haus bewegen können. Den Bücherwagen können Sie mitnehmen und suchen sich den schönsten Leseplatz und Lernplatz, den Sie finden.